Es ist die kontroverseste Demo seit langem. Bunte Fahnen und Kostüme auf der einen Seite, laute Reden und große Plakate der AfD auf der anderen. Die Stimmung vor der Stadtbibliothek Bogenhausen ist aufgeheizt. 5 verschiedene Demogruppen haben sich auf dem Rosenkavalierplatz versammelt. Der Auslöser, eine Drag-Lesung für Kinder. Heute hier, damit alle Menschen in unserer Gesellschaft in Freiheit und Sicherheit leben können, insbesondere queere Menschen, keine Angst vor Angriffen haben müssen. Ich bin aber gegen Frühsexualisierung und dass Kinder schon sehr früh in Kontakt kommen mit allen möglichen sexuellen Dingen. Warum ich heute hier bin, weil die AfD mal wieder gegen unsere Drag-Lesungen demonstriert, uns verbieten will, und das lassen wir uns nicht bieten. Ich bin der Meinung, es hat schon was Sexuelles und das hat bei Kindern nichts verloren. Ja, damit wir zeigen, dass München bunt ist und dass das bunte München wesentlich mehr ist als die 15 Leute auf der anderen Seite. Die Diskussionen zwischen München ist bunt und der AfD sind deutlich zu spüren und zu hören. Weil wir gegen eine Frühsexualisierung von Kindern sind und der Meinung sind, das sollte man aus Kitas, Kindergärten, Grundschulen und von Kleinkindern fernhalten. Wir wollen wirklich einfach nur zeigen, hey, schaut mal, das gibt's auch und das ist auch in Ordnung. Also mir hätte so eine Drag-Lesung als Kind unglaublich geholfen. Auch die Münchner Politik hat die Diskussion um die Drag-Lesung verfolgt. Sowohl Bürgermeisterin Katrin Habenschaden als auch Kommunalreferentin Christina Frank waren bei der Veranstaltung dabei und haben ihre Position gezeigt. Für mich gehört es einfach zum C, zum Christlichsein, dazu Nächstenliebe auszustrahlen. Für diejenigen, die vielleicht nicht meinen eigenen Lebensentwurf haben, sondern ihren eigenen Lebensentwurf. Unterstützend für diejenigen da zu sein, die es wahrscheinlich ohnehin schwerer haben in der Gesellschaft und in ihrem eigenen Leben. Während draußen Parolen wie Schwarz-Rot-Gold ist bunt genug gerufen werden, liest Vicky Voyage im Inneren der Bibliothek den Kindern aus dem Buch Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt, vor. Wir hatten gerade die Gelegenheit, kurz in die Lesung reinzuhören. Die Kinder machen schön mit. Es ist im Grunde eine ähnliche Situation wie bei einem Kasperle-Theater. Es werden Fragen gestellt, die Vorlesung läuft interaktiv ab und die Inhalte sind weitestgehend kindgerecht. Zumindest in der kurzen Zeit, die wir zuhören durften, schien das so zu sein. Die Polizei hält die beiden Lager auseinander. Das Aufgebot an Beamten ist groß, die Kontrahenten nur wenige Meter voneinander entfernt. Man hat wohl gemerkt von der Taktik her, dass es die Stimmung aufheizt, wenn hier noch Leute das Ganze eben mit dokumentieren. Aktuell hat man sie jetzt deswegen mal rausgebeten. Natürlich können Journalisten trotzdem Aufnahmen machen, aber wenn man so direkt davor steht, heizt es die Stimmung auf. Jetzt ist es seitdem etwas ruhiger und friedlicher geworden. Es bleibt bei Reden, Sprechchören und Pfeifkonzerten. Das allerdings andauernd über Stunden. Die Stadtbibliothek will noch heute Bilanz zur Veranstaltung ziehen.